Yo, servus, wie geht's euch denn so? Ich bin's, der Big Mesher. Dieses Video hat jetzt nichts mit meinen Lost in Translation Let's Plays zu tun, wird sie aber auf jeden Fall beeinflussen, falls dieses Gesetz jemals in Kraft treten sollte. Ihr wisst jetzt sicher alle, von was ich hier rede, und zwar von dem Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA genannt. Ich bin gegen ACTA, einfach aus dem Grund, jetzt nicht, weil ich befürchten muss, dass meine Lieblingsanimes jetzt nicht mehr ansehbar sind, sondern vielmehr, weil durch ACTA diverse Menschenrechte, demokratische Menschenrechte, verletzt werden. Bestes Beispiel, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Freie Meinungsäußerung ist nicht mehr gegeben, wenn man per Tastdruck die Stimme eines gesamten Volkes lahmlegen kann. Das heißt, Internetzensur, man schaltet die Telefone ab, oder beziehungsweise die Überwachung beispielsweise, weil ACTA kann auch nämlich dann das Internet überwachen und auch alle Telefonate, die man dann macht. Und man muss dann immer befürchten, dass man irgendwas gegen die Urheberrechte von jemandem macht, ohne es zu wissen. Und dass dann irgendwann die Polizei einen vor der Tür steht und einen festnimmt. Wie gesagt, ich verstehe das Konzept von ACTA, dass man gegen Online-Piraterie vorgehen will, weil Online-Piraterie schadet einfach der Industrie, ist nun mal einfach so. Nur sollte man da für dieses Gesetz nicht die eigenen Gesetze, moralischen Grundgesetze verletzen. Das ist meine Meinung. Für genauere Informationen googelt im Internet einfach ACTA nach oder schaut euch die Videos an, die es in YouTube gibt. Gebt einfach ACTA ein und beziehungsweise warum ihr jetzt ACTA nicht unterstützen sollt und macht euch eure eigene Meinung. Ich bin auf jeden Fall gegen ACTA und das werde ich auch weiterhin sein, weil ich habe ja schon bin ja schon kein Befürworter für SOPA, das zurzeit im Amerika ja auch für heftige Debatten sorgt. Ich weiß zwar nicht, wie es gerade jetzt mit SOPA in Amerika steht, aber ich will nur so viel sagen, SOPA ist genau dasselbe wie ACTA. Und ich brauche nicht zwei Institute, die hier die moralischen, demokratischen Menschenrechte verletzen und hier Internetzensur und Überwachung durchführen wie in China. Brauche ich wirklich nicht. Vor allen Dingen nicht hier in Europa und in Deutschland, wo noch freie Meinungsäußerung eigentlich noch gelten sollte. Das war jedenfalls von meiner Seite. Danke, dass ihr reingeschaut habt und das nächste Mal ist wieder ganz normal zurück zur Basis Lost in Translation Let's Play. Ich wünsche euch noch was. Ciao!